Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Creative Fallen. So, heute habe ich euch eine kleine Falle mitgebracht. Jo. Dazu werde ich einmal eine Steinspitzhacke nehmen. Warte. So, eine Steinspitzhacke nehmen, in den Game Mode 0 gehen und mir mal die Höhle angucken. Also Druckplatten, ja, könnte ein geheimer Eingang sein, könnte aber auch eine Falle sein, ich weiß nicht. Not baue ich mir lieber einen Stein ab. Okay, das war scheiße. Oh. So. Das bringt mir jetzt irgendwie nichts. Mache ich mal so herum. Bin ich jetzt hier eingefangen? Jetzt bin ich ja eingefangen. Diamanten. Diamanten. So. Kann ich mir jetzt halt alle nehmen. An sich egal. So, Problem. Ich komme nicht mehr so schnell raus. Dann versuche ich hier mal durch die Seite aufzubauen. Da ist Lava. Das heißt, da komme ich auch nicht raus. Hier, ihr seht. Lava, Lava, Lava. Lava, Lava, Lava. Und Diamanten. Und nochmal Diamanten. Ja, also die Kiste dient letztendlich bloß als Ablenkungsmanöver. So. Zeige ich euch jetzt einmal, wie man das Ganze baut. Dafür gehe ich wieder in den Game Mode 1. So, also ganz einfach hier zwei Druckplatten drauf. Das heißt, wenn da was drauf fällt auf die Druckplatte, okay, das war daneben. Wenn was auf die Druckplatte drauf fällt, wird der Mechanismus hier aktiviert. Dadurch werden die Fackeln hier ausgeschaltet. So, natürlich müsst ihr das hier alles bedecken. Die dann wiederum einmal hier hinführen. So. Und einmal da oben hinführen. Hier oben ist das fürs Wasser. Das heißt, wenn ich jetzt das aktiviere, wird halt das Wasser da freigelassen. Da man so, und ich kann mich hier teilweise selbst ein. So, genau. So, dann hier die Seitentüren halt. Hier ein bisschen Lava. So dass man halt, wenn man hier das abbauen sollte. Und dass hier natürlich aktiviert ist, man irgendwann halt nicht mehr rauskommt. Dann verbrennt halt, wenn man dann hier reinkommt. Gut. Dann kann man natürlich noch nach oben schwimmen. Das kann man aber auch ausbessern. So, hier verbrennt man.
Ja, ist eigentlich ganz easy, das System. Ja, das war's auch schon eigentlich für mein kleines Tutorial, Vorstellung, Dingsbums System. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben und haut mal bei dem lieben der Schwaffel Schiller XP3 vorbei, natürlich auch bei der Troublemaker. Schiller XP3 wird ab dem, jetzt habe ich wieder vergessen, 9. Auf BIOS hochladen, auf Xbox. Jo. Okay, das war's dann für heute. Haut rein, Leute. Und tschüss.